Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 23, Große Anfrage der Fraktion der SPD betreffend Zielekosten und Effizienz von Ausgaben für Ausbildungsförderung und Ausbildung aus dem Hessischen Landeshaushalt, Drucksache 5037 zu 3861 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als Erstes hat das Wort Kollegin Gnadl für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin froh, dass wir heute endlich die Große Anfrage der SPD-Fraktion zu den Zielen Kosten und Effizienz der Ausbildung und der Ausbildungsförderung in Hessen debattieren. Ich muss sagen, endlich, denn wir haben diese Große Anfrage im Oktober 2016 gestellt, und die Landesregierung hat mehr als 8 Monate gebraucht, um diese Anfrage zu beantworten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, umso erstaunlicher finde ich, dass es die Landesregierung selbst in dieser langen Zeit nicht gelungen ist, alle Fragen zu beantworten. Denn wenn es beispielsweise um die Fragen nach den Kosten der Ausbildung im Landesdienst geht, muss die Landesregierung passen und verzichtet auf eine Beantwortung. Das ist natürlich sehr großzügig von Ihnen, wirklich. Aber auch wenn man sich die Fragen anschaut, die tatsächlich beantwortet sind, dann erkennt man, die vorliegende Antwort ist eine Dokumentation des Versagens der schwarz-grünen Landesregierung bei der Ausbildungsförderung. Zum Beispiel Ihr Bündnis für Ausbildung. Was Sie 2015 noch medienwirksam inszeniert haben, bleibt hinter den Erwartungen zurück. Nach den neuesten verfügbaren Daten der Arbeitsagentur von Ende Oktober stieg die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze zwischen dem Berichtsjahr 2015-2016 und dem Berichtsjahr 2016-2017 gerade einmal um 316 Plätze. Das sind 0,9%. Im Berichtsjahr 2016-2017 blieben 1.865 Bewerber komplett unversorgt. Rechnet man dann noch die sogenannten Bewerber mit Alternative ein, die sich z. B. in einer Übergangsmaßnahme befinden, hatten wir im letzten Ausbildungsjahr mehr als 6.800 junge Menschen, die keine Berufsausbildung gefunden haben. Wer jetzt hofft, dass sich das Problem durch den demografischen Wandel von alleine lösen wird, der ist auf dem Holzweg. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt eher, als dass sie zurückgeht. Und besonders verheerend, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist, dass die Landesregierung selbst dieses Problem noch verschärft. Seit 2011 sind die Ausbildungsstellen des Landes um mehr als ein Drittel gekürzt worden, obwohl wir doch alle wissen, dass auch im öffentlichen Dienst wir auf ein Nachwuchsproblem zusteuern. Im Finanzministerium gab es 2011 noch 94 Ausbildungsstellen. Im Jahr 2015 waren es ganze 13 Ausbildungsstellen. Und auch im grünen Wirtschaftsministerium ging die Zahl von 102 auf 70 Ausbildungsstellen zurück. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer so ein schlechtes Beispiel selbst abgibt als Landesregierung, der braucht sich auch nicht zu wundern, dass der eigene Ausbildungspakt floppt. Auch im Hinblick auf die aktive Ausbildungspolitik des Landes gleicht Ihre Antwort auf unsere Anfrage eher einem Offenbarungseid. Entweder müssen Sie eingestehen, dass Sie vieles einfach nicht wissen, oder dass Ihre Initiativen, die immer mit großem Tamtam angekündigt wurden, keinen Erfolg haben. Das gilt beispielsweise für die Initiative Pro Abschluss und das Programm Qualibäck. Zur Initiative Pro Abschluss möchte ich sagen, 2015 ist sie gestartet, um Menschen im Beruf, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, zu einem Berufsabschluss zu verhelfen. Ich finde, das ist auch ein wichtiges Ziel, das da verfolgt wird.
Laut der Homepage der Initiative sind es immerhin 320.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die keinen Berufsabschluss haben. Und da sind die Minijobber und Arbeitslosen ohne Berufsabschluss noch nicht einmal eingerechnet. Und von diesen 320.000 Beschäftigten, so Ihre Antwort auf unsere Anfrage, sind laut Ihrer Aussage gerade einmal 1.425 Personen beraten worden. Und bis zum April 2017 haben ganze 312 Personen den Qualifizierungscheck in Anspruch genommen. Das sind gerade einmal 0,1% in 2 Jahren. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das so weitergeht, dann brauchen wir noch mindestens 1.000 Jahre, um zumindest die Hälfte der Betroffenen zu qualifizieren. Das ist uns eindeutig zu langsam, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Programm QualiBack ist auch nicht erfolgreicher. Es ist schon in seiner Pilotphase gescheitert. An diesem Programm haben in 3 Schuljahren seit Programmstart in den beiden Pilotregionen ganze 20 Personen teilgenommen. Von diesen durchlaufen nach Ihren Angaben 5 zurzeit das Programm. 8 haben abgebrochen, und ganze 7 haben einen Abschluss nachgeholt. Das ist ebenfalls eine sehr magere Bilanz. Auch wenn man sich anschaut, die landesweite Ausdehnung des Programms anschaut, dann sieht man, dass das nicht besser ist, obwohl alle hessischen Berufsschulen daran teilnehmen können und dass die Teilnahme beantragen können, haben es in ganz Hessen außerhalb der Modellregionen nur 8 Berufsschulen gemacht. Und von diesen 8 Berufsschulen hat sich niemand für das Programm angemeldet. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt auch, dass eine erfolgreiche Nachqualifizierung es nicht zum Nulltarif gibt und dass die Berufsschulen, wenn sie in so einem Programm auch mitmachen, eine entsprechende Unterstützung seitens des Landes Hessen brauchen. Ihre Antwort auf unsere Große Anfrage zeigt noch mehr Defizite auf. Beispielsweise in den Programmen des Sozialministeriums sind die Abbrecherquote und die Zahl der nicht bestandenen Prüfungen zusammengerechnet größer als die Zahl der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen. Auch dort muss irgendetwas grundlegend falsch laufen. Andere Ministerien hingegen erheben erst gar keine Daten, um zu überprüfen, wie die Bilanz ihrer Programme in ihren Ministerien ausschaut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist uns eindeutig zu wenig, was Sie hier als Landesregierung tun. Zusammenfassend lässt sich sagen, Ihre Ausbildungspolitik ist mangelhaft und ungenügend. Es mangelt Ihnen am Einsatz für diese Sache. Wir als SPD-Fraktion sind überzeugt, dass es besser geht. Deswegen werden wir auch in Kürze ein entsprechendes Konzept vorlegen, das sich mit allen relevanten Bereichen dieses Politikfelds befasst und einen aufeinander abgestimmten Ansatz verfolgt, angefangen bei der Berufsorientierung in den Schulen über die Berufsberatung, die Stärkung der dualen Ausbildung und der Berufsschulen bis hin zu Themen wie der Ausbildungsunterstützung und Nachqualifizierung, vor allen Dingen aber auch Fragen der Effizienzsteigerung und Koordinierung der verschiedenen Angebote. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die hessische Wirtschaft braucht gut ausgebildete Fachkräfte, und nicht zuletzt auch der Staat ist darauf angewiesen, dass es gut ausgebildete Menschen gibt, die auch am Ende in die Steuer- und Sozialkassen einzahlen. Aber vor allen Dingen brauchen wir Ausbildung, weil sie jungen Menschen ein selbstbestimmtes Leben garantiert. Nur wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, hat auf dem deutschen Arbeitsmarkt gute Beschäftigungschancen und ein ordentliches Einkommen und später auch eine entsprechende Rente. Umgekehrt, die Jugendlichen, bei denen wir es nicht schaffen, sie zu einem Berufsabschluss zu bringen, werden es später schwer haben. Wir wissen doch, dass Menschen ohne Berufsausbildung
im Schnitt eher in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, besonders von Langzeitarbeitslosigkeit und Niedriglöhnen und Altersarmut bedroht sind. Das gilt es zu verhindern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darum geht es uns als SPD-Fraktion. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, da hat die Kollegin recht. Die Ausbildung ist für viele junge Menschen eine ganz entscheidende Lebensphase. Sie ist sehr stark geprägt. Und das, was die Menschen und die jungen Menschen dort erfahren, wird sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Ich kann auch sagen, meine Damen und Herren, ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich mit Frau Wissler, vielleicht erinnern Sie sich auch noch daran, als wir uns über die Ausbildungsplatzabgabe trefflich gestritten haben, wenn ich Ihnen immer gesagt habe, wissen Sie was, wir werden auf eine Situation hinauslaufen, dass die ja, wir haben diskutiert, wir haben gar nicht gestritten, wir haben nur diskutiert. Wir werden eine Situation bekommen, wo wir händeringend junge Menschen suchen, die die Ausbildungsplätze belegen werden. Da haben Sie gesagt, ach, Herr Lenders, was Sie alles erzählen. Heute ist die Situation da, meine Damen und Herren. Der Fachkräftemangel hält uns ganz schön auf Trab. Ich glaube, dass der Fachkräftemangel eines der größten Probleme sein wird, was gerade die mittelständische Wirtschaft daran hindert, zu wachsen. Es sind, meine Damen und Herren, junge Arbeitslose unter 35, die keinerlei beruflichen Abschluss vorweisen können. Gerade mit diesen, um diese jungen Menschen müssen wir uns kümmern. Und das ist schon so, dass die Zahl der nicht besetzten Lehrstellen korrespondiert mit gerade diesen jungen Arbeitslosen. Und es geht eben darum, die Ausbildungsförderung permanent auf die neuen Herausforderungen auch anzupassen. Die große Anfrage, und das ist etwas, was wir sehr teilen, das ist, was es hergibt, ist ja eine Verbesserung des Übergangs von Schule zum Beruf. Daher konkret junge Menschen bei der Berufsorientierung zu beraten und denen dann auch dann Hilfestellung anbieten zu können, wenn sie eben Schwierigkeiten haben, selber eine Lehrstelle zu finden. Meine Damen und Herren, diese Schwierigkeiten kommen nicht zuletzt oftmals eben aus dem familiären Umfeld. Wer wie ich schon viele Auszubildende hatte und jungen Menschen eine Chance gegeben hat, die dann eben gerade aus nicht sehr einfachen Verhältnissen kommt, das sind vor allen Dingen die mittelständischen Betriebe, die sich dieser Jugendliche dann annehmen, diese Auszubildenden dann annehmen und versuchen, auch hier wieder Perspektiven aufzuzeigen. Das ist etwas, was uns sehr stark beschäftigt oder was die mittelständischen Unternehmen dann auch sehr stark beschäftigt, weil hier familiäre Probleme in die Betriebe hineingetragen werden. Aber ich glaube, dass es wichtig wäre, gerade bei denjenigen, die aus einer gewissen Verweigerungshaltung, was die Schule anbelangt, dass man hier doch viel früher eingreifen mag, dass man hier viel früher auch die Probleme erkennt und das nicht erst dann, wenn sie in der Ausbildung sind. Wir haben als FDP-Fraktion mehrfach versucht, dazu Daten zu bekommen, meine Damen und Herren. Da ist uns die Landesregierung im Moment noch die Antworten schuldig geblieben. Meine Damen und Herren, wir wissen eben auch, dass neben den Betrieben, die ich ja schon genannt habe, eben auch sehr viele Akteure und Institutionen gibt, die sich mit der Ausbildungsförderung befassen. Und deshalb ist es richtig und notwendig, über eine regionale Steuerung aller beteiligten Schule, soziale, Jugendhilfe, Betriebe und Kammern ein gemeinsames Angebot zu erzeugen, das möglichst individuell zur jeweiligen Lebenslage und Situation passt. Da müssen wir uns jeden jungen Menschen sehr genau anschauen. Meine Damen und Herren, es gehört aber auch dazu, eine Ausbildungsförderung für Strafgefangene. Auch hier gilt es, diesen Menschen eine Perspektive in der Ausbildung zu bieten. Und was, meine Damen und Herren, was wir mittlerweile auch natürlich sehen, dass wir sehr viele Schülerinnen und Schüler haben. Die Ausbildungsbetriebe sagen uns das ja, dann sagen,
Die Schulen die müssten erst einmal richtig lesen und schreiben und rechnen können. Meine Damen und Herren, es sind leistungsschwache Schüler, und die mit Sprachproblemen unter anderem in die Betriebe kommen. Und es ist schon auffällig, dass es teilweise ganz andere Grundlagen oder warum diese Leistungsschwäche dann da ist, liegt oftmals ganz anderswo begründet. Und das erst einmal zu erkennen, passiert dann erst einmal oftmals in den Betrieben. Und diese Betriebe die bräuchten dann doch eine deutlich bessere Unterstützung, als es im Moment der Fall ist. Dann, wenn die Betriebe das erkennen, dass Schüler hier Leistungsschwächen aufzeigen, dann den Betrieben und den Schülern und den Auszubildenden dann entsprechende Angebote zu machen, um diese Benachteiligungen auszugleichen. Meine Damen und Herren, gerade wenn ich ja bei der Sprache bin, das verbindet auch viele Menschen, die jetzt als Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Zur Integration von Flüchtlingen gehört eben auch die Sprache dabei, hier die Förderinstrumente und die Programme anzupassen. Und dann ist es eben nicht mehr alleine ein Programm für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist eben auch teilweise ein Programm für Menschen, die Leistungsschwächen auch schon vorher aufgezeigt haben. Da spielt die Herkunft überhaupt gar keine Rolle. Es geht darum, wer sich bemüht, dem müssen wir auch helfen, dem müssen wir auch Angebote machen. Ich glaube, das Bündnis Ausbildung in Hessen das kann einen wertvollen Beitrag leisten. Auch die landesweite Strategie zur Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeiten bei der Beschaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hessen ist ein erfolgreiches Beispiel der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule und Beruf. Aber auch hier bedarf es einer Weiterentwicklung und Verstetigung. Meine Damen und Herren, wir sollten die vorhandenen Programme nutzen, bündeln und damit erreichen, dass die Programme gezielt und noch stärker auf die Herausforderungen der Fachkräftesicherung ausgerichtet werden. Das Thema Verbesserung bei der Ausbildungsvermittlung ist aber auch für junge Menschen zwischen 25 und 35 uns als Freie Demokraten sehr wichtig. Wenn wir hier nicht richtig aktiv werden, werden diese Menschen überhaupt keine Chance am Arbeitsmarkt bekommen. Deshalb begrüßen wir die Initiative Pro Abschluss und wünschen uns noch mehr Ansätze in diesem Sinne. Meine Damen und Herren, schaut man sich die Zahlen an, wird deutlich, dass die Förderung und Unterstützung von Ausbildungen auf hohem Niveau fortgesetzt wurde. Natürlich hat das Thema Flüchtlinge auch hier seine Spuren hinterlassen. Aber wenn wir uns ein bisschen mit der Zukunft auseinandersetzen, was mir allerdings bei der Frage fehlt, ist, was wir hier in der großen Anfrage eben nicht beantwortet haben. Das ist zum Beispiel, wie geht es dann weiter in der Ausbildung mit einem im Hinblick auf die digitale Arbeits- und Wirtschaftswelt. Wir reden von stetig neuen Anforderungen im Bereich MINT-Fächern und MINT-Berufen. Wir reden auch von der Entstehung neuer Berufsfelder und leider auch davon, dass manche traditionellen Berufe bald nicht mehr angeboten werden. Meine Damen und Herren, diesen Wandel in die digitale Welt muss auch der Ausbildungsbereich und die Instrumente der Ausbildungsförderung stärker berücksichtigen. Wir müssen permanent die Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, anpassen. Ich glaube, dass die Landesregierung bisher an dieser Stelle keine schlechte Arbeit gemacht hat. Sie hat bis dato die Arbeit der alten Landesregierung kontinuierlich fortgesetzt. Es fehlt uns ein bisschen, aber der Ausblick, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Möller für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, fangen wir mal so an. Ich glaube, die Ernsthaftigkeit des Themas und das zeigt ja auch die Komplexität dieses Fragenkataloges, dürfte uns eigentlich vereinen. Auch die Bedeutung der klassischen Ausbildungsberufe vor dem Hintergrund der Herausforderungen dürfte uns auch ein. Selbstverständlich eint uns nicht, Frau Kollegin von der SPD, die Bewertung der Antworten durch die Landesregierung, aber das überrascht Sie wahrscheinlich auch nicht. Was ich aber nicht stehen lassen möchte, ist, Sie haben den Eindruck ein bisschen erweckt, als ob nichts geschehe von Seiten der Politik.
Sie haben 87 Fragen gestellt, um das einmal so in den Raum zu stellen, weil Sie sagten, das wäre alles nicht richtig beantwortet gewesen. 32 Seiten Antwort, das ganze Komplex jetzt am Ende des Freitages fast und dann mit 10 Minuten Redezeit garniert, wird dem Problem eigentlich nicht gerecht. Der Kollege von der FDP hat es richtig angesprochen. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen auch eine Trendwende in den Köpfen in dem Land. Wir haben uns über viele Jahre hinweg und Jahrzehnte hinweg uns daran gemessen, wie hoch die Abiturientenquote ist, wie hoch die Quote derer ist, die auf die Hochschulen gehen, wie hoch die Abbrecherquote dort ist. Wir haben Unsummen investiert in die Hochschulen, in die Weiterentwicklung des Standortes und die klassischen Berufsfelder. Und ich komme dann zu den ganzen Problemen, die damit zusammenhängen. Haben wir ein bisschen, so läuft es schon von selber ein bisschen. Und hier stellen wir fest, vor dem demografischen Wandel und vor dem Zustrom neuer Menschen und vor den beschriebenen Problemen, dass wir nicht unterlassen dürfen, in diesen Bereich zu investieren und mit neuen Ideen den Personen dort entsprechend die Hand zu reichen. Aber die Behauptung, auch, es würde nichts geschehen, lasse ich auch nicht so stehen vom Hintergrund, wenn wir in dieses Thema über 300 Millionen € investieren. Und ich sage bewusst nicht ausgeben, sondern investieren. Wir investieren nämlich in die Zukunft von vielen einzelnen Menschen. Das ist nicht nur eine Ausgabeposition, das ist eine Investition. Und die Investition ist auch richtig und gut. Und natürlich können wir feststellen, dass es hier und da noch nicht reicht. Da sind wir auch beieinander. Aber trotzdem müssen wir uns eine Frage stellen, irgendwo klemmt es. Wir sind in einem der erfolgreichsten Bundesländer, in einer der erfolgreichsten Gegenden Europas. Wir haben eine ausgesprochen niedrige Arbeitslosenquote. Wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa und wahrscheinlich auch in Deutschland. Überall werden Fachkräfte gesucht. Die Prognosen sind hervorragend für Fachkräfte und für alle Ausbildungsberufe. Also eigentlich verheißt alles, ich will nicht sagen, Handwerker hat goldenen Boden, aber in dem Sinne, die klassischen Berufe müssten eigentlich eine Bomben Zukunft haben. Was auch gut ist, Hessen hat die niedrigste Schulabbrecherquote in ganz Deutschland. Das aktuelle Zahlen, gerade mal noch 4,2 % brechen ab. Also liegt da das Problem auch nicht wirklich. Und zugleich aber bleiben Lehrstellen unbesetzt. Das haben Sie richtigerweise betont. Wir haben die Fragen, warum wir auch in diesem Jahr wieder etliche Auszubildende haben, die keine Lehrstelle finden. Und gleichzeitig haben wir Meisterbetriebe, Handwerksbetriebe, Unternehmen, die suchen händeringend Auszubildende. Und da klafft irgendeine Lücke, und die müssen wir versuchen zu schließen. Und die können wir nicht von hier aus per Diktat schließen, sondern wir können als Politik nur ein paar Rahmenbedingungen schaffen, Programme initiieren, wo wir glauben, an dieser Stelle müssten wir ansetzen. Und Kollege Lenders, ich glaube, Sie haben an einem Punkt schon einmal recht. Wir müssen viel, viel früher anfangen, als bei dem eigentlichen Alter, um mit der Ausbildung zu beginnen. In der Schule müssen wir beginnen. Denn meine Wahrnehmung ist, und das gestatten Sie mir bitte, ich habe die Ausbildungsprüfung und ich bin Handwerksmeister. Und ich habe ausgebildet in meinem Leben. Ich weiß nicht, mit wie vielen das jetzt auch hier der Fall ist. Aber es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die wissen gar nicht, welche Ausbildungsberufe es überhaupt gibt. Die dümpeln, ich möchte nicht abfällig bewerten, aber die dümpeln durch die Schulzeit und dann irgendwann, huch, ich muss mich ja entscheiden, stehen sie da vor der Frage, was mache ich jetzt eigentlich? Deshalb müssen wir viel früher ansetzen. Deshalb müssen wir die Allgemeinbildungsschulen einbinden, finde ich, zusammen mit Berufsschulen. Da gibt es schöne Programme auch schon in Hessen. Da ist der Ansatzpunkt richtig. Und wir müssen auch von der Politik her, finde ich, wegkommen, einseitig auf Hochschulabsolventen, auf die Gymnasisten, auf die Gymnasien uns konzentrieren. Wir müssen alle anderen mitnehmen, die das Gefühl haben, da halte ich sowieso nicht mit, an mich denkt man nicht. Das motiviert nicht wirklich. Und deshalb sollten wir uns mit der Frage befassen, warum bleiben Lehrstellen unbesetzt? Wir haben einen Punkt vorweg. Wir haben ja dieses neue Angebot jetzt mit dem Schülerticket. Das zieht ja auch bei Azubis. Und damit könnte man natürlich einen Punkt begegnen. Manche kommen nicht aufs flache Land, um eine Lehrstelle anzutreten, um einen Arbeitsplatz anzutreten, weil es Gott weiß, wie weit weg ist von der vermeintlichen Metropole. Man scheut die Distanz. Man hätte am liebsten einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz direkt vor der Haustür, wo man morgens hinfahren kann. Die Zeiten haben sich aber nun einmal geändert. Wir brauchen schon viel mehr Flexibilität. Und auch dort können wir eben z.B. mit der kostenfreien Anreise seitens des Landes ein bisschen was anbieten. Wir müssen sehen, dass wir die Sprachförderung intensivieren, weil dort viel Potenzial schlummert. Wie wir bei allen Fragen, ich komme gleich noch zu ein paar Beispielen, um einfach den Eindruck zu entkräften, hier würde nichts geschehen, wie wir bei allen Fragen immer dazu hinkommen, dass wir auch ein bisschen steuernd, ein bisschen vorschlagend einwirken müssen. Es gibt sogenannte Modeberufe, die sind völlig überfüllt. Da findet niemand mehr einen Ausbildungsplatz. Und im gleichen Ort gibt es Betriebe, die suchen händeringend Leute. Da klafft auch eine Lücke. Das heißt, da ist man schon einmal vor Ort, man möchte einen bestimmten Beruf einfach nicht ausüben, oder man konzentriert sich auf andere vermeintlich moderne
Berufe. Die Voraussetzungen der Auszubildenden müssen wir auf den Grund gehen. In der Tat ist es so, dass sich nicht jeder, der bewirbt, auf dem ersten Schritt, im ersten Anblick, im ersten Gespräch dazu geeignet erscheint, eine Ausbildungsstelle zu besetzen. Die Menschen muss man an die Hand nehmen. Auch da gibt es Maßnahmen und Projekte und Programme, mit denen wir das bereits unterstützen. Es ist nicht jedem gegeben, sich bewerben zu können. Da haben Sie recht, Sie haben es angesprochen. Natürlich wird viel nachgelebt, was man von zu Hause aus kennt. Und ich will keinen persönlichen Vorwurf machen, aber natürlich hängt da ein bisschen was zusammen, wenn ich einen als Auszubildenden Bewerber vor mir sitzen habe und dann mitbekomme, welche Verhältnisse er kommt. Das erschließt sich manchmal dann von selber. Wir haben also eine große Herausforderung als Landespolitik. Wir können nicht Wunder vollbringen, wir können nicht zaubern, wir können nicht alle Arbeitssuchenden, Ausbildungssuchenden einstellen, aber wir können die Hand reichen. Und ich möchte mal exemplarisch ein paar Programme einfach nur mal erwähnen, denn nur 10 Minuten sind ja nicht genug, um sich überall im Detail jetzt hineinzudiskutieren. Wir haben diese Stärkung von Praxis- und Berufsorientierung in Schulen. Das setzt einen richtigen Punkt an. Da soll dargestellt werden die breite Vielfalt von Berufen, von Ausbildungsberufen. Push B heißt das. Wir haben den Pakt für die Weiterbildung 12 Millionen über 4 Jahre investiert. Wir haben die Ausbildungsplatzförderung für Schulabbrecher, für Altbewerber, für Ausbildungsabbrecher. Wir haben eine Ausbildungsplatzförderung für die Hauptschüler, um deren Chancen einfach zu erhöhen auf dem Arbeitsmarkt. Ich finde übrigens, das ist ein Schülerklientel, das gerne zu Unrecht vergessen wird. Da schlummert viel Potenzial bei diesen Menschen. Und es muss nicht jeder den MINT-Fächern hinterherstreben, um ein ordentlicher Mensch zu werden. Es gibt sehr, sehr viele, die haben mit MINT nichts am Hut. Und die werden den Weg gehen. Und die brauchen ein bisschen länger vielleicht. Und vielleicht muss man auch eine Idee liefern, wo er sich entfalten kann. Und das ist die Aufgabe der Politik. Und ich glaube, dann wird sich so manche Lücke auch schließen lassen. Wir haben Ausbildungskostenzuschüsse für Unternehmen, um ein bisschen die Hürde zu nehmen, Benachteiligte, vermeintlich Benachteiligte einzustellen. Bei den ganzen Programmen muss aber auch eines bedacht werden. Diejenigen, und das ist richtigerweise erwähnt, die sich am ehesten noch gewinnen lassen, um sich um so etwas zu kümmern, das sind die kleinen und mittelständischen Unternehmer. Die aber haben oftmals überhaupt keine Kenntnis von diesen vielen Programmen, die wir uns hier überlegen. Also muss man auch überlegen, wie man die Angebote dorthin bekommt, wo sie benötigt werden. Wir haben das Programm Gut ausbilden. Das geht in die Richtung, Qualität in kleinen Betrieben zu erhöhen für die Weiterbildung des Ausbildungspersonals, für die Qualifizierung von Azubis. Wir haben ein Qualifizierungs- und Ausbildungsplatzbudget für alle 26 Landkreise, für eine regionale Förderung. Die Integration in den Arbeitsmarkt, die Mobilisierung von schlummernden Talenten soll da aktiviert werden. Wir wollen Kompetenzen entwickeln, Perspektiven eröffnen mit den Landkreisen und den kreisfreien Städten. Das Programm pro Abschluss wurde erwähnt. Doch ich habe den Eindruck, dass 2 Zahlen da verdreht wurden. Aber die Ausbildung von Bildungscoach, Bildungspoints als Beratungsvorbereitungsmöglichkeiten für Qualifizierungschecks finde ich schon ein guter Ansatz. Und selbst wenn es in Anführungsstrichen nur 1.400 Personen sind, die beraten wurden, zeigt das doch, dass hier ein gewisser Bedarf ist, den man noch ein bisschen fördern und ausbauen muss. Sie sprachen an das Programm für die Nachqualifizierung. Und Sie haben recht. Die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist eine ordentliche Berufsausbildung, in welchem Beruf auch immer. Und deshalb müssen wir dort ansetzen. Und viele sind seit Jahren im Beruf unterwegs und haben keinen Abschluss. Und über die schwebt natürlich ein bisschen das Damoklesschwert, wenn man Unternehmen umstrukturiert, dass das die Ersten sind, obwohl sie sich bewährt haben. Also finde ich den Ansatz dort richtig. Und ich betone auch, richtig sind die beiden neuen Initiativen, das Bündnis für Ausbildung und, was von mir eben erwähnt wurde, das Schülerticket, was nur vermeintlich gering aussieht, aber doch manchen vielleicht das Leben ein bisschen leichter macht. Im Gegensatz also zur Kollegin von der Sozialdemokratie sage ich natürlich, die Fragen wurden umfassend beantwortet. Das spricht ja allein schon, sprechen die Fakten schon, wenn ich sage, 32 Seiten kleingedruckte Antworten. Zum Schluss glaube ich, eint uns aber eins. Das ist ein Thema, was uns immer wiederholen wird, immer wieder beschäftigen würden. Wir werden auch hier als Landespolitiker permanent uns damit befassen müssen, und das sollten wir auch dringend tun. Wir betreiben mit einem verhältnismäßig hohen Aufwand vieles, um es einer verhältnismäßig kleinen Personengruppe ein bisschen leichter zu machen. Ich finde, das ist richtig. Und das ist gut angelegtes Geld, weil das ist Geld, was wir in die Zukunft investieren, in die Zukunft des eigenen Nachwuchses. Und jeder dürfte im eigenen Beritt 1 oder 2 Personen kennen, von denen man weiß, du hast deine Talente, komm doch mal auf die Idee, geh doch mal diesen Weg, du wirst deinen Weg auch schon finden. Wir müssen uns also bemühen, das ist die Aufgabe, Potenziale zu wecken, die vielleicht noch ein bisschen im Verborgenen liegen. Wir müssen jungen Menschen Mut machen, über den eigenen Schatten zu springen und gerade, vor allem bei denen, die die Hilfe des Landes notwendig haben. In diesem Sinne finde ich, dass das Land Hessen auf einem guten Weg ist
für weitere Ideen und Vorschläge sind wir jederzeit offen. Kurz gesagt, wir haben ein neues Ausbildungsjahr. Lassen Sie uns gemeinsam ein bisschen auch die Priorität verschieben hin zu den klassischen Ausbildungsberufen. Vielen Dank. Vielen Dank.